Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge mit eurem Doomsday und der Casting of Frank Stone. Wir sind in der letzten Folge stehen geblieben, als wir ein bisschen mehr erfahren haben, dass Chris jetzt im Jahre 2024 ist und wir so langsam sich ein Bild abzeichnet, was Multiversum angeht in dem Spiel. Und jetzt sind wir wieder mit Linda unterwegs und wir schauen mal, wie es da weitergeht. Ne? Ohne groß zu reden, machen wir weiter. Im Ofen natürlich. Mördermill. Oh, könnte das schon das Finale sein? Wer weiß. Ah, Stone. Dead by Daylight Anspielung. Die dürfte hier aber eigentlich nicht sterben. Es sei denn, es ist ein Paralleluniversum. Aufgebracht. Die es niemals gab. Niemals. Ich glaube, ich sollte mich jetzt lieber verziehen. Oder auch nicht. Aussehen. Ups. Wir waren in der alten Maschinenhalle. Da haben Chris Keime und ich einen Weg in Franks Versteck gefunden und... Das war von... Ich weiß. Gibt's jetzt mal richtige Antworten? Bleib genau hier, bis ich zurück bin. Verstanden? Aber Dad. Der wird nicht da bleiben. Sam, aber wir dürfen Sam mal wieder steuern. Finde die Teenager. Na gut, mittlerweile kenne ich den Weg ja. Was ansehen? Was ansehen? So, da hängt Bonnie. Die ist aber weit oben. Gott, ich bin zu spät. Nein! Nein, Dad, Dad! Ich bin's, ich bin's! Verdammt! Ich sagte doch! War doch klar. Was ist passiert? Warte, ich komme mit dir. Ich muss helfen. Nein, 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 Robert. Das Ding da unten ist zu gefährlich. Du darfst nicht verletzt werden. Oh nein. Aber ich bin schuld. Ich habe sie reingeführt. Ich! Wenn du nicht gehorchst, kann ich dich nicht schützen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass du gehorchst. Aber hätten wir... Tut mir leid. Bonnies Tod verhindern können? Nein. Okay. Tut mir leid. Danke für die Antwort. Ich
Déjà-vu. Okay, du kannst auch reden, wenn unten was da steht, Kollege. Hier ist nichts. Ich mag den Gang hier nicht. Da ist die Kamera. Das heißt, Stone hat Linda mitgenommen. Was muss mit diesen Kids und ihrem verflixten Film zu tun haben? Linda. Jetzt haben wir die Kamera. Ist sie ja der Schlüssel zu allem. Das ist es. Das stimmt nicht. Ich glaube, er ist hier. Ja. Ist er. Mach doch mal ein anderes Licht an. Mein Schrei von rechts. Ganz schön mies, wenn die Kamera auf einmal komplett nach außen schwenkt. Kein Plan, ob ich richtig bin. Oh, hier ist Blut. Watching us. Und jetzt? Ernsthaft? Sackgasse? Frech. Komplett umsonst hier hingelatscht. Toll. Dann halt nicht. Komm, Linda. Linda. Fuck. Scheiße. Oh. Push. Ist fast reingelaufen. Gibt's hier? Bis Frank Stone im Gully entkommt. Na gut, das war jetzt auch nicht so schwer. Okay. Kannst du stehen? Okay, los, weg hier. Ich halte es auf. Oder auch nicht. Yo!
Junge! Jetzt kann er mir nicht schlecht. Kommst du vor wie Ghostbuster hier? Haben wir es gestoppt? Ist es vorbei? Hä? Nein. Für uns bleibt noch eine Sache zu tun. Massacre in the Grand Manor. Der ist gefangen in der Kamera. Stan kommt bis... Nee, wie in Augustin. Die ist an allem schuld. Du hast deinen Scheißfilm! Was willst du noch? Oh oh. Du hast mich belogen! Das habe ich nicht. Ja, na sicher. Du hast mir versprochen. Ich kann nichts dafür, wenn du meine Versprechen falsch verstehst. Meine Mom ist gestorben. Du wusstest von meiner Trauer und du hast es ausgenutzt. Ein Reisender ist nur so stark wie sein Gefährt. Du hast uns einiges zu erklären und einiges zu zahlen. Hilfe! Hilfe mit ihm! Soll ich schon helfen? Ja, komm. Ich mag den zwar eigentlich nicht. Aber wir sind mal nicht so. Sam! Hilfe! Na, helfen? Oh.
dafür haben wir Sam verloren. Wir müssen jetzt los! Sofort! Ihr seid eingesperrt. Frank Stone ist zurück. Na los! Du Stück Scheiße! Du Stück Scheiße! Das sieht schon aus wie so ein 10er Beat, Junge, von Hellraiser. Na, wen willst du aus? Bleibt noch einer. Gut. Konnte ich jetzt aber auch nicht aktiv einschreiten, ihn zu retten. Ich glaube, die Trophäe alle am Leben zu lassen oder am Leben bleiben, ist nicht einfach. Wo ist es? Ist das K.O. vom Stromausfall? Scheiße, so sind wir hier gelandet. Aber er hat jetzt eine physische Form. Das klappt auf einmal. Ich muss verrückt sein. Bitte sag Strom mir, aktivieren. Was für eine Scheiße gerade passiert ist? Ja, glaub mir, das wird sich gern. Oh, neues Figürchen. Stand gar nicht da, wie viele das sind. Aber was soll ich denn hin? Was für ein Abgang. Hier ist noch eine Tür. Die habe ich gar nicht gesehen. Wenn wir den zum Laufen kriegen, könnte auch der Aufzug funktionieren. Probieren wir es. Naja, Referenz an Dead by Daylight muss es ja geben. Und wieder reparieren. Oh. Hallo? Ha. Das wusste man ja schon. Der Champion. Nummer 1 und Nummer 2. Gut, dass sie genau daneben liegen. Wäre ja auch blöd, wenn man sie suchen müsste. 5 Stück fehlen, die Hälfte. Ein bisschen weniger als die Hälfte. Na gut, dann reparieren wir mal. Sind eigentlich, wenn ich verkacke? Ah, okay, es geht zurück. Diese Verzweiflung.
Verzögerung, ey. Der Aufzug geht wieder? Finden wir es raus. Waren ja nur drei Generatoren, oder? Nein, Maddie. Schützen. Halt dich von hier fern, du Scheißkerl! Sam? Geh, ich lenke es ab. Was? Horologion. Also meine Tasche höher. Ja, damit werden wir ihn wahrscheinlich verbannen, wa? Wie zum Teufel bin ich hier gelandet? Wo ist Chris eigentlich? Madison. Ich bin so froh, dass wir uns endlich unterhalten können. Verdammt, bist du... Was hast du getan? Ah, ja. Eine leider unvermeidliche Reihe von Unglücksfällen. Ich erwarte nicht, dass du jedes Detail verstehst, aber fest steht, man kann das sprichwörtliche Omelett nicht machen, ohne die sprichwörtlichen Eier zu zerbrechen. Eier? Wir sind keine scheiß Eier. Du hast gelogen, betrogen, manipuliert und jetzt jagt uns irgendein schreckliches Monster. Ich habe dich nie belogen. Red doch keinen Scheiß, Lady. Ich kann dich von den Albträumen befreien. Ich werde es tun. All der Schmerz, das Trauma, vorbei. Du musst mir nur sagen, dass du es willst. Fick dich. Lass mich mal nachdenken. Ach, fick dich doch. Dann tut es mir sehr leid für dich. Tut es nicht. Nö. Nee. Ich glaube, Maddie bin ich entkommen. Ach, Chris ist zurückgegangen. Oh. Oh. Oh.
Scheiße. Das ist eine schwere Wahl. Nee, sie bleibt. Ach so. Den Weggehen machen soll. War natürlich doof gelaufen. Damit haben wir auch Chris verloren. Schade. Ich dachte mit durchhalten, dachte ich, sie will an dem Ort durchhalten. Mit weggehen wäre durchgehen gemeint. Na gut, habe ich falsch verstanden. Frank Stone. Endlich seine Bestimmung gefunden. Mein Held. Ein des Entitus würdiger Killer. Der Übergang zwischen den Welten wird durch Opfer und Gewalt geöffnet. Die Macht des Entitus wird alles verschlingen. Was wird aus mir, der Person, die ihm diese Welt dargebracht hat? Ich werde seine treu ergebene Dienerin sein und sein Wissen aufsaugen, an seinem Ruhm teilhaben. Ich bin Augustin Lieber. Ich habe den Entitus in diese Welt. Ich bringe dir die Opfer dar. Endlich erwarte ich meinen Lohn für treue Dienste. Endlos. Das geschieht dir recht. Komm schon! Komm schon!
verdammt, Dreck! Für dein Maddie-Bärchen, Mom. Ein wenig Hilfe wäre echt super. Das ist richtig. Ich hätte zwar jetzt gedacht, das würde jetzt die letzte Folge werden, aber scheinbar geht es doch noch etwas länger, als ich dachte. Deswegen wird es wohl noch eine Folge werden. Halten wir mal kurz fest. Wir haben Stan verloren, wir haben Chris verloren und wir haben die Lieber verloren. Und zwei von denen finde ich es nicht schade. Chris hätte nicht sterben müssen. Wie gesagt, das habe ich halt leider falsch verstanden. Und ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt noch kommt, weil ich glaube, so viel kommt da nicht mehr. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und bis dahin, haut rein, euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.